Leonard Freier, bringt BIP Annika Trauble ins Paradies? Auch am kommenden Mittwoch dreht sich das Flirtkarussell bei Bachelor in Paradise munter weiter. Nachdem in der vierten Episode gleich drei Männer ihre Koffer packen mussten, gibt es nun wieder weiblichen Neuzugänge. Neben Jannika Jecke, 29, zieht auch in die Single-Villa ein. Inselhottie Philipp Stehler, 29, scheint die Dame bereits zu kennen und ist nicht sonderlich begeistert. Bedeutet die Beauty etwa Ärger? Promi Flass hakte bei Leonard Freier, 33, nach. Schließlich war sie eine der 20 Frauen, die 2016 in seiner Der Bachelor-Staffel um ihn gebuhlt haben, und da hat er sie doch bestimmt etwas besser kennengelernt, oder? Leider fällt mir zu so rein gar nichts mehr ein. Kein gutes Zeichen. Mal schauen, wie lange sie drin bleibt, lautet das Urteil des einstigen Rosenkavaliers. Naja, so ganz verwunderlich sind seine Erinnerungslücken nicht, denn die 30-Jährige musste die Kuppelshow schon nach der ersten Nacht der Rosen wieder verlassen. Aber vielleicht hat sie im zweiten Anlauf ja mehr Glück. Zumindest gibt sich im Vorfeld der Dreharbeiten ziemlich optimistisch und beschreibt sich im RTL-Interview selbst als positiv verrückt. Ob sie bei einem der Herren damit punkten kann, wird sich zeigen. Doch eines steht schon jetzt fest: Im Paradies ist noch alles offen, denn die Männer wollen sich bisher noch nicht so richtig festlegen. Alle Infos zu Bachelor in Paradise im Spezial bei rtl.de.